Hallo Karis, wir machen heute eins der viralsten Rezepte von meinem Blog. Und zwar stammt das Rezept aus 2017 und es ist der Low Carb Kohlrabi Möhrenauflauf und den habe ich seitdem selbst nie wieder gegessen. Das Rezept ist somit 7 Jahre alt und hat fast 50.000 Aufrufe. Ich glaube, das waren noch die guten alten Pinterest-Zeiten. Also damals habe ich es dort hochgeladen und bis heute treibt das Rezept dort sein Unwesen und generiert weiterhin Aufrufe. Aber das würde es ja nicht tun, wenn das Rezept nicht lecker wäre. Deswegen überzeugen wir uns heute einfach nochmal selber davon und ja, dann schauen wir mal, ob das Rezept online bleibt. Spaß. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich das Gericht seitdem nie wieder gekocht habe. Als Content Creator ist man ja darauf bedacht, dauerhaft neuen Content und neue Rezepte zu erschaffen. Und so ist es einfach passiert, dass dieses Rezept bei mir in Vergessenheit geraten ist. Es gibt auf jeden Fall Rezepte, die ich immer wieder koche oder zubereite, zum Beispiel Cheeseburger-Salat oder die One-Pot-Kohlrabi-Sticks, Auberginen-Lasagne, mein Mandelporridge. Kochen wir das Ganze aber einfach mal zusammen und ich kann den Blogbeitrag danach dann um dieses Video ergänzen. So, also erstmal nicht wundern, ich bereite heute nur die Hälfte des Rezepts zu, weil ihr wisst ja, ich habe hier nur einen kleinen Backofen. Aber ich verlinke euch natürlich das Rezept in der vollen Portionsgröße. Und zwar brauchen wir einmal Möhren, Tomatenmark, Kohlrabi, Zwiebeln, Hackfleisch, da könnt ihr natürlich auch eine vegetarische Variante nehmen, Sojasauce, geschälte und gehackte Tomaten, Salz, Curry, Paprika und Thymian. Und da sieht man auch, wie sich im Laufe der Jahre der Geschmack so ein bisschen ändert. Ich würze mittlerweile ganz, ganz wenig mit Curry, also außer bei speziellen Currygerichten. Dafür kommt hier kein Knoblauch rein und eigentlich bei herzhaften Gerichten nehme ich fast immer Knoblauch mittlerweile. Aber wir machen das heute nach Rezept und dann schauen wir mal weiter. Als erstes wird das Gemüse geschält und klein geschnitten. Und einmal in einen Topf geben und für circa 10 Minuten garen. Und dann werden die Zwiebel und das Hackfleisch einmal in der Pfanne angebraten. Dann alles zusammen in eine Auflaufform füllen und mit Käse bestreuen. Thank you.
Dann ist unser Kohlrabi-Hackauflauf auch schon fertig. Ich habe gerade auch schon einmal probiert und weiß jetzt, warum das Gericht so beliebt ist. Ich glaube, das ist ein Gericht, das der ganzen Familie schmeckt. Es sind super einfache Zutaten. Es ist relativ schnell gemacht. Und falls die Familie nicht Low Carb mit isst, kann man auch einfach die Hackfleischmasse und die Gemüsemasse einmal aufteilen, bevor man das miteinander vermengt. Und bei der Familie einfach noch ein paar Kartoffeln dazu schneiden. Und dann in zwei unterschiedliche Auflaufformen geben. So muss man dann nicht doppelt kochen. Aus heutiger Sicht finde ich, ein bisschen Knoblauch würde nicht schaden. Also ich würde nächstes Mal eine Knoblauchzehe mit anbraten mit dem Hackfleisch. Ich hoffe, das Rezept und das Video hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Video natürlich wiedersehen.